Ja, ich schreibe mir gerne immer was auf. Das Abitur ist fast vorbei. Die Schule neigt sich dem Ende. Und vor 1,5 Jahren habe ich mich dann gefragt, wie geht es weiter? Welche Entscheidung treffe ich? Und letztendlich habe ich dann die Entscheidung getroffen, auf eine Missionsschule zu gehen. Und ich wusste, okay, das ist zunächst das Beste oder wäre das Beste für mich. Und ich wusste auch, dass ich eine persönliche Beziehung zu Jesus brauche und dass ich zu Hause das irgendwie nicht geschafft habe, wirklich das auf die Reihe zu bringen. Und das war aber mein größter Wunsch, dass ich die wirklich habe, um ein lebendiger Christ zu sein, der auch gern sein Zeugnis teilt, der gern über seinen Glauben redet. Und dieser Wunsch erfüllte sich dann auch hier in TGM eigentlich recht schnell, weil ich mit der Einstellung kam, okay, in TGM, dann funktioniert's. Und so war es letztendlich auch. Obwohl es manchmal nicht unbedingt TGM dazu braucht. Aber interessant war, dass ich da feststellen konnte, dass erst dann beginnt eigentlich die Reise mit Gott. Und wir können gemeinsam Psalm 111 aufschlagen. Psalm 111 und dort Vers 10. Und dort steht: Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Sein Ruhm bleibt ewiglich bestehen. Was bedeutet es, dass die Furcht des Herrn der Anfang der Weisheit ist? Das heißt, in der Welt können wir eigentlich keine Weisheit finden oder nur vorgegebene Weisheit. Und interessant ist, dass ich hier in TGM auch lernen durfte, was es wirklich bedeutet, weise zu sein oder weise zu handeln. Und oft scheint es für die Welt nicht wirklich weise, doch es hat ewigen Wert. Und wie tiefgreifend und lebensverändernd eigentlich die Zeit mit Gott ist, kann man oft, oder mir fällt es oft schwer, sie in Worte zu fassen. Und was wäre das TGM ohne Menschen, die die Möglichkeit geben, sich von Gott zu verändern zu lassen, die die Zeit für Gott opfern und ihn wirken lassen. Und das war eigentlich der Hauptgrund, den ich auch hier gelernt habe. Und liebe Freunde und Gäste, wenn ihr es bis jetzt noch nicht regelmäßig ausprobiert habt, jeden Tag die persönliche Zeit mit Jesus zu verbringen, täglich anders zu machen und ganz persönlich die Zeit mit ihm verbringt, dann probiert es aus. Und ich kann sagen, mit Gottes Hilfe wird es euer Leben zum Positiven verändern. Vor TGM beschäftigte mich auch der Vers aus Psalm 37 und dort Vers 4 und 5. Psalm 37, Vers 4 und 5. Und dort steht: Und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Und ich fragte mich, wie funktioniert das? Wie kann ich Gott erleben? Oder wie verlasse ich mich so auf ihn, damit er meine Wege führt? Und somit hatte ich die Erwartung, als ich hier nach TGM auch kam, dass ich Gott erleben möchte. Damit ich die Begeisterung für Gott und für die Missionsarbeit bekomme und auch ganz praktisch mein christliches Leben oder ein christliches Leben zu finden.
Und natürlich ist das auch verbunden mit Charakterveränderungen, wie wir es heute auch schon von einigen Studenten gehört haben. Und das ist ein Punkt, der wirklich immer weitergeht und nicht aufhört, auch wenn man jetzt das Jahr zu Ende ist, sondern es ist ein Lebensprozess. Und das Interessante ist, dass wenn du Gott folgst, bist du in jedem Punkt, wenn du auf seinem Weg bist, perfekt. Auch wenn du für Gott nicht perfekt bist, aber für den Plan, den er mit dir hat, bist du in dem Moment auf dem richtigen Weg. Und selbst im Himmel wird die Charakterbildung weitergehen. Und ja, zudem interessierte mich auch der Gesundheits- und Lebensstilbereich hier in TGM. Und ich war immer fasziniert, auch mehr und besser Englisch zu lernen. Und so konnte ich natürlich das auch kombinieren. Und es hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Und ich musste feststellen, dass das Jahr eigentlich ja, mir viel mehr gegeben hat, als ich je erwartet hätte. Wir denken oft so klein oder manchmal vielleicht auch so groß. Oft gibt uns Gott Größeres, als wir erwarten. Und manchmal hat Gott noch einen anderen Plan. Und wir sind vielleicht enttäuscht, weil es nicht unsere Vorstellung ist. Aber ich durfte lernen, dass es das Wichtigste ist, dass wir uns auf ihn verlassen. Und wenn wir ja Gott machen lassen, dann können wir wirklich Großes von ihm erwarten. Er hat meinen Glauben in mein Herz gebracht und hat mir die Begeisterung vor allem für die Missionsarbeit gegeben, vor allem für die medizinische Missionsarbeit. Und als ich das erste Mal das Konzept verstanden habe, dachte ich, wow, das ist wirklich die Botschaft für die Endzeit, auch wie Michael heute schon gesagt hat. Das ist unsere Botschaft, die wir verkünden können und die die Leute begeistert. Er hat mir gezeigt, was er tun möchte durch uns. Und manchmal gibt es Momente, da kann man gar nicht beschreiben, wie er eigentlich handelt, aber man weiß, Gott handelt und er tut Großes. Und ich möchte ein paar Punkte nur nennen, die vielleicht so, ja, manches Situationen ausdrücken, wo man einfach nur spüren konnte, Gott ist am Wirken. Zum Beispiel denke ich an Curaçao, an die Missionsreise, wie wir dort die Menschen begeistern konnten für die Gesundheit, für medizinische Missionsarbeit, aber auch teils für den Glauben, dass wir auch offene Gespräche hatten. Wir konnten viele gute Kontakte knüpfen und interessant ist, dass die Auswirkungen bis heute zu spüren sind und das kann nur Gott. In einer Situation, wie wir von jetzt auf gleich in den Bus sprangen und zu dem öffentlichen Fernsehsender fuhren, um unsere Arbeit zu präsentieren. Und eigentlich wussten wir selber gar nicht ganz, wie das eigentlich zustande kam. Oder auch das Heilungswunder zu guter Letzt bei einem Hausbesuch. Und es geht weiter mit jeder News, die wir hier erleben durften. Es ist wirklich ein Wunder Gottes zu erleben, wie Gott Menschen verändert, wie Personen nach 10 Tagen wieder laufen können oder Personen komplett schmerzfrei sind, die über Monate oder Jahre chronische Schmerzen hatten. Und zu guter Letzt auch Menschen, die Jesus persönlich angenommen haben und Bibelstunden weiter wollen. Ein kleiner, aber auch gesegneter Gottesdienst zu dritt in der Einsamkeit Sloweniens war auch ein spezielles Erlebnis für mich. Auch in Maruschawitz, wo wir am theologischen Seminar waren und uns präsentiert haben. Es sind so viele Momente, die in Erinnerung bleiben und
Das sind bei Weiben noch nicht alle, aber man kann sehen, wie Gott wirklich führt. Und ich konnte lernen und sehen, egal wie klein oder unfähig oder vielleicht wie groß und talentiert du bist, Gott kann nur Großes vollbringen, wenn du dich ihm zur Verfügung stellst und ihn an die erste Stelle setzt. Und um vielleicht anzuknüpfen an die Predigt heute früh, selbst an dieser Stelle kann es vielleicht passieren, wow, Gott nutzt mich. Er vollbringt Großes durch mich und es kann vielleicht sogar passieren, dass du leicht hochmütig wirst und denkst, wow, ich bin so groß, Gott kann mich nutzen. Und dann sind wir genau wieder an der Stelle, wo die Predigt begann. Und deswegen geht das Leben immer weiter und immer muss man sich fragen, ist Gott an der ersten Stelle? Und eins habe ich noch festgestellt, was ich vorher noch nicht wirklich so kannte, dass eigentlich das größte Wunder, was man erleben kann, ist, wenn ein Mensch zu Jesus findet und die Erlösungsbotschaft annimmt und für sich in Anspruch nimmt. Es ist ein Schatz für die Ewigkeit und das konnte ich auch erleben, als wir in der Main-Justadt einen Gast von Leipzig hatten. Es ist schon ein langjähriger Freund von Sebastian gewesen, Martin. Und wie er wirklich sein Leben verändert hat. Und ich habe das Privileg, ihm auch weiter Bibelstunden zu geben. Und es ist so spannend und oft erstaunlich, wie Gott Menschen verändert. Und wie sie plötzlich das finden, wonach sie sich vielleicht schon Jahre gesehnt haben. Und es gibt mir auch die Hoffnung, dass die Welt wirklich offen ist und danach sucht. Und ich weiß auch, dass Gott eine Aufgabe für mich hat. Und ich möchte mit dem Bibelvers in 2. Mose 14, Vers 14 enden. Und dort steht, der Herr wird für euch kämpfen und ihr werdet stille sein. Was können wir machen? Manchmal müssen wir Gott einfach machen lassen. Und trotzdem kann er uns in den Situationen nutzen und wir können ein Segen sein. Und doch ist es er, der es vollbringt. Und deswegen bin ich auch so dankbar, dass hier in TGM, ob wir als Studenten oder als Team, wir waren wie eine wirkliche Familie und vielleicht ist es die Gemeinschaft auch, die ich vielleicht in dem nächsten Jahr vermissen werde. Aber es ist so toll zu sehen, gemeinsam zu wachsen, sich zu unterstützen und ich danke wirklich jedem Einzelnen. Jeder hat seinen Beitrag geleistet, selbst wenn er nur anwesend ist, mit seiner Anwesenheit, mit seiner Ausstrahlung, mit seinen verschiedenen Talenten. Jeder ist wirklich eine besondere Person und Gott kann jede Person nutzen. Dafür bin ich dankbar. Amen.